Hi Leute, ich bin Max von der Gröben und ab dem 28. August könnt ihr mich im neuen Film Doktorspiele im Kino sehen. Also auf keinen Fall verpassen. Heiß. Heftig. Andi! Hart. Du könntest ihr doch mal dein Dings zeigen, nach deinen Penis. Doktorspiele. Hast du dich rasiert? Je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt sich. Im Kino. Im Film geht es um alles, womit sich Jugendliche so rumschlagen, um die erste Liebe, um Sex, um Freundschaft und auch die ein oder andere Party und wie das so eben ist auf einer Party. Man trinkt etwas und gibt sich dem Rausch nieder und dann glaubt man alles zu können und schreibt die ein oder andere sehr intelligente SMS und diese schickt man dann auch ab, oft bereut man es glaube ich auch und am nächsten Morgen und die Seite smsvongesternacht.de hat genau solche SMS in ein schönes Buch zusammengefasst und dieses Buch heißt Ich bin da, aber die Haustüre nicht und genau daraus würde ich euch gerne etwas vorlesen. Spanne gerade mit dem Fernglas aus der dunklen Küche durch die kahlen Bäume. Hihi. Was? Seit wann hast du ein Fernglas? Das ist bestimmt verboten. Auf jeden Fall ist das voll pervers. Ach komm, das sagst du doch nur, weil du gerade nackt im Wohnzimmer warst und panisch die Vorhänge zugezogen hast. Ja, ich kann dich von hier aus sehen. Ja gut, genau das könnte ungefähr von Harry auch stimmen aus dem Film. Du, Harry? Na? Ich habe auch einen Klingelton für dich. Mein verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol beschränkt sich im Wesentlichen darauf, nichts zu verschütten. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Ich sage immer, wer Alkohol verschenkt, wird aufgehängt. So. Döner Daiquiri. Ich fürchte, wir kommen etwas später zu deiner Party. M ist gerade ins Bad und hat gesagt, sie will sich noch etwas aufhübschen. Alter, die Party ist morgen! Eben. Ja, man kennt es, ne? Die Frauen unter uns brauchen etwas länger. Also ich weiß nicht, vielleicht steht auch M für einen Mann, aber gerne sind es ja die Frauen. Gib mir 3 Minuten, ich bin in einer Viertelstunde da. So sehen das wahrscheinlich dann die Männer. Naja, man kennt das, man ist endlich auf der Party dann da, nachdem man sich frisch gemacht hat und dann kann man sich's auch mal ein bisschen gut gehen lassen, vielleicht allerdings auch zu gut. So, was ist denn? Und das dicke Ende kommt erst noch. Ich schmeiß nie wieder eine Party in meinem Haus. Mein Laptop ist kaputt, das Badezimmer vollgekotzt und mein Bett ist zusammengekracht. Hast du das Loch in deinem Fußboden noch nicht gesehen? Shit, meine Mutter weiß, dass hier eine Hausparty gestiegen ist. Wie denn das? Der Tanga in der Besteckschublade wurde uns zum Verhängnis. Stinken die eigentlich so ekelhaft? Das hier. Tja, entweder der Tanga in der Besteckschublade oder eben der Fisch in der Hose. Das war's aus dem schönen Buch Ich bin da, aber die Haustüre nicht. Wenn ihr noch mehr solche coolen Sprüche hören wollt, dann guckt euch den Film Doktorspiele an, ab dem 28. August im Kino. Und nicht vergessen, wer ficken will, muss freundlich sein.